Clara schlich durch die Kathedrale. Wie von Geisterhand entzündete sich das Licht da, wo sie vorbeiging. Auf ihrem Weg durch das düstere Gebäude war das Zischen aus den Schatten allgegenwärtig. Aber sie lief weiter. »Jetzt weiß ich, wie man mit diesen Dingern fertig wird«, sagte sie zu sich selbst. »Die Frage ist, weiß es der Doktor auch?« Der Doktor sah zu dem Blutegel hoch. »Es tut mir sehr leid«, sagte er zu ihm, »aber ich scheine mich nicht bewegen zu können.« Der Egel glitt auf ihn zu. »Verzeih mir«, sagte der Doktor, »aber ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Du wirst mir all meine Sünden aussaugen und dann wirst du fressen, was von mir übrig geblieben ist. Ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. Ich hoffe, du hast einen starken Magen, denn ich habe so einiges auf dem Gewissen.« Die Kreatur zischte und kam näher. Der Doktor versuchte, einen Schritt zurückzutreten, doch stattdessen setzte er sich auf eine Kniebank. »Ich muss mich entschuldigen«, murmelte er niedergeschlagen. »Normalerweise würde ich jetzt fliehen oder irgendetwas Cleveres tun, aber dein psychisches Feld ist einfach so stark, dass ich nicht anders kann, als an die vielen Dinge zu denken, die ich falsch gemacht habe.« Nadelspitze Fühler schossen aus der Seite des Sündvollen und gruben sich in die Arme des Doktors. Er keuchte. »Ich weiß«, seufzte er. »Was für ein Durcheinander! Ich habe versucht, dem Kardinal meine Sünden zu beichten und bin es chronologisch angegangen. Vielleicht ein Fehler. Ich hätte mit den Größten anfangen sollen. Den Planeten. Wie wäre das? Ich fürchte, da gibt es ein paar, bei denen ich mich entschuldigen muss.« Shadrach war auf dem Weg zu seinen Gemächern, als er Clara über den Weg lief. Erschrocken wich er zurück. »He, sieh da«, sagte sie, »haben Sie den Doktor gesehen?« »Diese Dinger«, brabbelte er und schüttelte verwirrt den Kopf. »Was?« Shadrach holte tief Luft und versuchte, etwas von seiner würdevollen Haltung zurückzugewinnen. »Wir haben versucht, uns in meiner Privatkapelle in Sicherheit zu bringen, aber einer der Sündvollen wartete dort auf ihn. Er sagte mir, er würde ihn aufhalten, und so bin ich...« »Sie haben ihn zurückgelassen?« Shadrach leckte sich nervös die Lippen. »Er hat es mir befohlen. Und nun, ich muss bekennen, ich bin ein ziemlicher Feigling.« Er schüttelte sich. »Nachdem sie in mir geschlüpft waren, es war, als würde mein Verstand wie eine Zwiebel geschält.« Er lächelte matt. »Es ist nichts mehr da, was ich ihnen geben könnte. Sie würden mich einfach verschlingen. Ich weiß, wie sie sich fühlen.« Auch wenn sie eigentlich den Doktor finden wollte, war Clara verständnisvoll. »Ich habe selber erlebt, wie sie einem zusetzen, und es tut mir sehr leid, aber sie haben Chadwin erwischt.« Der Kardinal wandte sich betrübt ab. »Er war wie ein Sohn für mich«, seufzte er. »Der arme Chadwin. Er kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Er glaubte so sehr an mich und an die Kirche, dass er all das zurückgelassen hat. Eines Tages hätte es mir nichts ausgemacht, von ihm beseitigt zu werden. Er hätte einen guten, hohen Kardinal abgegeben. Aber jetzt...« Er holte rasselnd Atem. »Jetzt ist der arme Chadwin tot.« Clara klopfte ihm sanft auf die Schulter. »Ja, Chadwin ist tot, aber der Doktor ist noch am Leben und ich brauche Ihre Hilfe, um ihn zu retten.« »Nein«, Shadrach schüttelte entschlossen den Kopf, »ich werde nicht zu diesen Dingern zurückgehen. Ich kann nicht.« »Und dann, schätze ich, sollte ich mich bei den 70er Jahren entschuldigen«, endete der Doktor. Ein trauriger Klagegesang erfüllte die Luft. Das Licht war zu einem trüben roten Glühen geworden. Der Doktor wand sich im Griff des Sündvollen, dessen Tentakel sich tief in seine Arme gebohrt hatten.
Es fühlt sich so an, als würdest du meine Sünden aus mir heraussaugen, eine nach der anderen, ächzte der Doktor. Es ist sehr schmerzhaft. Das heißt nicht, dass ich es nicht verdient hätte. Ich habe so viele schlimme Dinge getan. Er versuchte, seinen schweren Kopf zu heben, doch er sank ihm immer wieder auf die Brust. Ich habe sogar versucht, meinen eigenen Heimatplaneten zu zerstören. Kann irgendjemand mir je vergeben? Der Sündvolle übte stärkeren Druck auf den Doktor aus, bohrte sich tiefer in ihn hinein. Der Doktor stieß ein Ächzen völligen Elends aus. Seine Augenlider schlossen sich flatternd, als er von der Kniebank auf den Boden rutschte. Der Sündvolle schrie vor Hunger. Die Tür der Privatkapelle flog auf und begleitet von ein paar hoffnungsvollen Orgelakkorden kam Clara hereingestürmt. Doktor, du bist am Leben. Ich weiß. Der Doktor versuchte, die Augen zu öffnen. Es tut mir furchtbar leid.